Swiss Skills Championships im BCP Wuchs vom 18. bis 23. Oktober. Das ist der Tag 2, wo die Kandidaten auch vor dem 11 eingetroffen sind. Ein paar sind schon ein kleines bisschen vorher da gewesen. Und ja, ich habe es einfach mal beobachtet. Interessant wird es natürlich dann am Mittwoch, um 16:30 dort beim Power Zimmermann. Und am Donnerstag gibt es wieder etwas Ähnliches. Und jetzt überlohne ich euch einfach ein paar Beobachtungen. Du hast heute Morgen Geld deinen Freunden herbegleitet. Nein, schon gestern Abend. Gestern Abend, ja, genau. In Taucher übernachtet. Richtig, und jetzt, ja, genau. Und wie ist die Nacht vorbeigegangen? Weißt du, wie fühlt er sich? Ist er nervös? Er ist sehr nervös, ja. Du hast ihn dann irgendwie so ein bisschen gut aufgestellt? Ein bisschen runterbringen, genau. Ja. Gut zureden und hoffen, dass er das rockt hier. Genau. Du bist 2,5 Stunden entfernt. Hast du gesagt, du kommst erst am Samstag wieder? Ja, zur Rangverkündigung. Aber hey, kannst du das machen? Nehmen wir einen Fanclub noch mit. Und zwischen dir? Ja, einfach am Abend, wenn er Zeit hat, dann sicher mit ihm telefonieren und fragen, wie es ist gegangen und ihn unterstützen, einfach halt vor Ferne. Genau. Ist aber schon eine stressige Sache, gell? Ja, also mental bin ich natürlich bei ihm und probiere ihn so zu unterstützen und ja, hoffe, meine Gedanken kommen auch bis da. Das habe ich jetzt gemerkt. Vorher der Tief ist auf, gell? Ja. Was bist du für Beruf? Ich bin Gemeindeverwalterin. Oh, dann ja. Weisst du schon ein bisschen, wie mit Stresssituationen muss umgehen muss. Kann man so sagen, ja. Genau. Gehen ein bisschen an die Front und schauen, dass es läuft. Und, genau. Wie hat er sich vorbereitet? Er konnte noch einmal in die Schule gehen, in Burgdorf. Ja. Und sie hatten Unterricht im Sommer, halt auch ein bisschen reduziert wegen Corona. Aber sie haben sich auch zusammen getroffen und ja, Vorausscheidung gehabt. Und ja, jetzt ist er da. Genau. Was ist sein Ziel? Sein Bestes geben und abliefern, was er kann. Und zeigen, dass er es getroffen hat. Du unterstützt den Brüder, gell? Ja. Möchtest du schon mal so einen Beruf machen? Vielleicht nicht, lieber nicht.
Du kommst jetzt von Bärmünster her, gell? Genau. Dein Sohn, wie hat er das so genommen? Ist das so nervlich heute Morgen, die Anspannung? Ja, bis jetzt war er immer sehr cool drauf gewesen. Und jetzt heute am Morgen hat er doch das Gefühl gehabt, ja, der Appetit ist nicht so gross. Aber jetzt wollen wir schauen, ja. Und was machst du jetzt? Ich warte jetzt noch, will am Nachmittag noch eins schauen und dann gehe ich wieder auf den Heimweg. Du bist von Beruf nicht im Holzbereich? Nein, aber mein Mann, also sein Papa, ist auch als Zimmermann tätig. Aha, ja. Das ist immer in der Familie drin, ha? Ja, das Holz ist schon in der Familie drin, ja, das ist es so. Du bist selber Zimmermann, Schreiner. Jetzt hast du deinen Sohn daher geschickt. Also, hast du das damals auch geschafft? Also, hättest du auch gerne wollen? Das ist gar nicht angeboten worden in der Weltschweiz. Die Wettbewerbe, das war bei uns fast nicht bekannt gewesen. Du kommst von Mutti, gell? Wie hat sich dein Sohn vorbereitet? Oder wie hast du ihn vorbereitet? Der hat kein Coaching bekommen für die Vorselektion. Er hat halt einfach bei mir ein bisschen abgepumpt. Haben wir zusammen ein bisschen Training gemacht. Er hat eine Dürre bei der 12. Der Selektion und jetzt ist er da. Aber er hat den Vorteil, er ist nicht gestresst, er macht das voll cool. Du hast ja vom Papa, du bist auch ein bisschen cool, hä? Ja, ein bisschen schon. Das ist gut, eine Prüfung immer, habe ich immer ruhig bleiben können. Auch die Biotechniker, ich hatte einen Kollegen, hatte einen super guten Walliser, der ist aber fast gestorben in der Prüfung. Ich sagte, komm, cool, das ist geil, was du kannst und ciao. Thank you.